Heute erkläre ich euch, wie ihr euch zu euren Lehrveranstaltungen anmelden könnt. Dabei ist es nämlich wichtig, dass ihr eure LVs immer passend zum Curriculum heraussucht. Es wäre ja schade um eure Zeit, wenn ihr euch eine absolvierte LV nicht anrechnen lassen könnt. Deswegen wichtig, immer LVs zusammen mit dem Curriculum heraussuchen. Das Curriculum für deinen Studiengang findest du am schnellsten, wenn du auf der AAU-Seite unter dem Reiter Studium gehst. Dann klickst du entweder auf Bachelor, Master, Lehr- oder Doktoratstudium, je nachdem, und suchst dir deinen Studiengang heraus. Unter Studienaufbau findest du jetzt dein passendes Curriculum. Als nächstes meldet ihr euch unter eurer Campus-Systemseite an. Links unter dem Reiter Services findet ihr als ersten Punkt LV-Anmeldungen. Nun müsst ihr euer Studium anklicken und es öffnen sich rechts alle LVs, welche dieses Semester für euch angeboten werden. Außerdem sieht man, dass sich links auch Unterordner geöffnet haben. So kann man schneller den passenden Kurs finden. Im Curriculum öffnet ihr euch jetzt eure Modulübersicht und hier muss man etwas suchen, aber normalerweise sollte es eine Tabelle sein. In dieser seht ihr jetzt ganz genau, welche Lehrveranstaltung zu welchem Modul oder Pflichtfach gehört. Nun kann es richtig losgehen. Ihr sucht heraus, welche Lehrveranstaltungen euch noch fehlen und wählt diese aus. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die LV nicht denselben Namen wie im Curriculum haben muss. Um wirklich sicher zu gehen, ob es die passende LV ist, müsst ihr auf der jeweiligen LV-Karte links auf Position im Curriculum drücken und nun seht ihr, unter welches Modul diese Lehrveranstaltung fällt. Als Beispiel, ich brauche den Kurs Medientechnik und Gesellschaft aus dem Pflichtfach 3 noch. Auf den ersten Blick sehe ich noch nicht genau, welche Lehrveranstaltung passend ist. Ich wähle trotzdem mal den Kurs Soziale Medien und Umweltproteste aus. Klicke dann auf Position im Curriculum und sehe, dass der Kurs zu dem Pflichtfach unter dem Modul Medien, Technik und Gesellschaft fällt. Ich hoffe, ich habe euch das Mysterium Lehrveranstaltungsanmeldungen und Curriculum etwas näher bringen können. Das Thema ist sehr umfangreich und braucht auch etwas Geduld. Aber falls ihr weitere Fragen habt, kommt am besten bei unserem Biertutorenstand vorbei und wir helfen euch gerne weiter.